Und damit willkommen herzlich zur zweiten Folge in Hearts of Iron 4. Ja, in der ersten Folge ist ja nicht sonderlich viel passiert. Wir haben eigentlich so ein bisschen sinnlos das ganze Land strukturiert. Erstmal so ein bisschen die Armee gegliedert. Schiffe, Luftwaffe so ein bisschen, ne? Und ja, jetzt sind wir soweit, dass wir weitermachen direkt am besten. Ja, letztes Mal ist nämlich der Bürgerkrieg in Deutschland ausgebrochen zwischen dem neutralen oder der aktuellen Militärregierung von, oder unser aktueller Staatsoberhaupt ist ja August von Maxton, Held des Ersten Weltkriegs, ja, und Gefreiter des Ersten Weltkriegs, ja, ne? So, dann wollen wir am besten auch gleich mal weitermachen. So, besiegt die Nazis, zerstören Thüringen, ein kleiner Preis, um unser Vaterland von ihnen zu befreien. Die wollten ja lieber statt uns Vaterlandsverrätern ja das Land zu übergeben, alles zerstören, haben sie ja gesagt. Auch wenn ich eigentlich sicher bin, dass die Flagge vorher hier irgendwie an deutschen Masten geweht hat, als diese hier. Hat die zuerst geweht oder hat die zuerst geweht in Deutschland? Ja. Man weiß es nicht. Ja, als Zivilfabriken brauchen wir dringend. Dann müssen wir hier, das ist gut, dann können wir welche aus dem Handel rausholen. Dann bauen wir lieber erstmal ein paar zivile Fabriken. So, ja, Entscheidungen, da kommen wir dann später nochmal drauf zu. Oh, Maschinenwerkzeuge. Machen wir mal das Bauwesen. U-Boote gehen auch erstmal weg. Oh, direkt das U-Boot natürlich versenkt. Forschen wir nochmal die Pack und das überschwere Schlachtschiff kommen. So, eine zivile Fabrik, das läuft doch. Ja gut, hier oben sind die Verbände natürlich extremst stationiert. Dann machen wir mal sorgfältiges, langsames Vorrücken hier oben. Und das lassen wir hier unten dann normal. Ziel ist ja immer noch, eine Schneise reinzuballern. Ach, guck mal an hier. Ja, wir die siebte Nazis zerstören. Ritt hier schon wieder. So, nach da und nach da. So, bilden wir einfach nochmal hier ein paar weitere Divisionen aus. Ich glaube, der Bürgerkrieg ist eh zu Ende, bis wir die in den richtigen Einsatz reinkriegen. Ziehen wir die nochmal nach da unten ab. So, dann haben wir auch gleich Deutschland schon und die Nazis schon einmal zerteilt. Komm, gleich haben wir sie zerteilt. Oh, ich kann ihnen sogar Abzeichen verleihen. Dann machen wir mal hier Guerillakämpfe. Kann ich noch irgendwelchen Generälen Orden an die Titel ballern? Ihm hier. Scharmützler, Tarnungsexperte. Na, nur schon wieder keine Befehlsmacht hier oben. Ja gut. Na komm. Wir haben es ja gleich hier geteilt. Haben wir es denn gleich? Das ist bestimmt Oberbayern. Ach komm ey. Scheißbefehl gegeben. Ah ja, okay, jetzt ist die Panzerdivision da. Okay, dann gehst du noch da.
Stadt zerstören, nicht der Bayern, okay. Okay, da haben wir die Wartungskompanie erforscht, dann machen wir es einfach mal ganz schnell hier Militärpolizei noch. So, zerstören wir die ganzen Divisionen da nochmal. Zerstören wir die da nochmal. Haben wir einfach mal hier ganz Süddeutschland eingekesselt und weggekesselt gleich. So, kommen jetzt hier unten auch nochmal bitte. Ja, zerstören Mecklenburg, haben wir aufgestanden. So. Ah, würde ich sagen, schicken wir dann euch nochmal hier bitte mit an die schicken wir sie einfach hier an die Front noch mit ran. Da habe ich nicht genügend. Ne, ich habe schon wieder null Zivilfabriken. Verlegen wir nochmal die ganze Luftwaffe. Naja, hier nur ein paar Zerstörer. Hier nochmal wieder auf. Jetzt, da wir sehr ausgeglichen viele Divisionen haben. Wie viele haben die noch? So, ich habe da. Boah, da habe ich ein bisschen mehr als die. Das ist schon mal gut. Stoßen ja auch schon langsam auf Berlin vor. Natürlich können sie auch Ostpreußen invasieren, aber will ich das? Nee, lassen wir mal lieber. Brauchst du nicht angreifen. Jetzt kannst du es angreifen. Schön die Kessel immer machen. Scheiß doch mal auf Dresden. So, haben wir den Vierjahresplan auch abgeschlossen direkt. Dann machen wir jetzt nochmal die Luftfahrtinnovation. Können wir auch hier nochmal den für Zivilinfrastruktur und Raffinerien setzen. Dann machen wir noch mal hier, was haben wir noch so? Rüstung? Das ist nur Ideologie. Machen wir Handelsabkommen was. Machen wir mal ein paar antidemokratische Razzien, weil die sind halt eben auch noch die nächstgrößte Partei. Nicht, dass es hier noch zu einer demokratischen Übernahme kommt noch. Noch ein Bürgerkrieg. Eieiei. Ich habe mal so gar keine Lust zu. Besiegt die Nazis, zerstören das schon wieder. So, aber Berlin haben wir auch gleich schon eingenommen. Hier, also ich glaube, wenn Berlin fällt, dann haben wir auch eigentlich hier besiegt. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn das hier fällt, dann ist auch zerstören Brandenburg, genau. Ah, Deutsches Reich hat kapituliert. Und das hier ist einfach nur der Standardtext, den es in jedem gibt. So. Besiegte Nazis erstellen Pommern. So. Ich schicke die dann auch erstmal jetzt hier einfach an irgendwelche Grenzen. Ja. Mhm. Hitler tot gefunden. Okay. Nach der Einnahme Berlins haben unsere Truppen in einem Bunker Hitlers Leiche gefunden. Der Führer hat lieber den Tod gewählt, als zu erleben, wie faschistische Elemente das Land übernehmen und er gefangen genommen wird. Heinrich Himmler hat die Führung der über die Nazis übernommen und bereits bekräftigt, dass die Regierung in den Kämpfen gegen den deutschfeindlichen Verrat nicht nachlassen wird. Das ist der Anfang vom Ende für die Nazis. Ja. Ostpreußen habt ihr noch. Wollt ihr da denn jetzt ewig hocken? Ja. Bürgerkrieg ist zu Ende. Habt ihr toll gemacht. Könnt ihr jetzt sehr schön nach Hause gehen und euch von euren Müttern feiern lassen für eure Heldenmut.
dringend zivile Fabriken. Dringend. Nazi-Führung, okay, der Ende des deutschen Bürgerkriegs. Der Bürgerkrieg in Deutschland, Tod. Oh Gott, das ist immer so viel Text, was ich hier auf einmal krieg. Okay, lassen wir den Wiederaufbau beginnen. Jetzt einfach erstmal. Nazi-Führung gefangen genommen. Hängt sie, verurteilt sie lebenslänglich. Ja, komm. Machen wir, verurteilen sie mal lebenslänglich. Sie könnten irgendwann noch nützlich werden. Bin mal gespannt, ob es dann nochmal irgendwie wann vielleicht ein Event gibt oder so. Weiß ich ja nicht, vielleicht werden jetzt irgendwie, wenn man einen Russland-Feldzug startet und der Russe es schafft, Berlin einzunehmen oder so, dass da jetzt irgendwie so ein Ereignis kommt, dass die dann irgendwie sich auf unsere Seite schlagen oder so. Fände ich cool. Ausrüstungskonstrukteur setzen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt erstmal eine Pressezensur. Alter, wir müssen jetzt wirklich, wirklich dringend zivile Fabriken irgendwie mal. Boah. Erstmal hier handel ich irgendwas rein. Ja. Muss alles an Handel erstmal lahmlegen. Ich brauche jetzt erstmal die scheiß Zivilfabriken, die mich da wieder aufbauen, sonst kannst du das vergessen hier, sonst wird das nix. Gut, dann wollen wir mal sehen. Aktuell hat die Militärregierung noch die Mehrheit im Land. Jetzt erstmal wieder das ganze. Jetzt müssen wir erstmal unser gesamtes Land wieder hier so halbwegs vom Krieg hier so befreien. So, machen wir mal elastische Verteidigung weiter. So, die Kriegsmarine hat kassiert, aber ordentlich. Die Ostseeflotte hat. Oh, scheiße, ich habe ein Schlachtschiff verloren, ey. Das tut weh, das tut weh. Oh, das tut weh. Ein Schlachtschiff verloren habe ich, glaube ich. So, wie sieht das jetzt aus? Ja. Da müssen wir ordentlich nachrüsten. Dann brauchen wir zwei Schlachtschiffe, zwei Schlachtkreuzer. Ja. So wie das hier zu Ende ist, müssen wir auch ordentlich an Marine wieder aufrüsten. Achso, habe ich jetzt. Das war nicht so gewollt. Eigentlich hatte ich vor, das hier zu machen. Da müssen wir wieder Häfen aufrüsten. Das ist sowieso erstmal die oberste Pflicht dann wahrscheinlich. Wir wollen ja wieder Präsenz in der Marine haben. Genau, Pack haben wir auch noch erforscht. Super. Wollen wir hier Konvois abfangen. Ja, legen wir übrigens hier nochmal ganz schnell die Spawnorte wieder der Divisionen fest. Ja, dann muss ich halt jetzt eben auf die Kosten der Rekrutierung erstmal spielen. Das, anders kann ich es nicht regeln. Ich muss jetzt erstmal wieder hier Zivilfabriken ins Land kriegen und das ordentlich. So, jetzt haben wir das Bauwesen erforscht. Machen wir hier nochmal direkt, was? Hier machen wir nochmal direkt Obergrenze der Produktionsleistung. Verteilte Industrie machen wir nochmal. Hier machen wir mal Rohstoffabbau. Boah, ey. Ja. Ja gut, jetzt bauen wir aber auch. Ah gut, jetzt kriegen wir natürlich wieder Zivilfabriken ein paar rein, aber ich baue trotzdem noch erstmal keine. Da irgendwie rein oder so. Also ich werde jetzt noch keine in den Handel stecken, meine ich damit, weil das wäre mir dann jetzt ein bisschen zu riskant. Aber wir können ja mal, also gut, also wenn wir zwei Slots, also wenn das hier fertig ist, werde ich wieder was in den Handel reinstecken. So wird jetzt erstmal, vom Handel aus werde ich dann erstmal so nichts reinstecken. Das ist mir dann einfach. Ich brauche das. Ich brauche jetzt die zivile Kraft. Das ist es einfach. Anders kann ich es dann auch nicht regeln.
So, Schlachtschiff haben wir erforscht. Da machen wir hier nochmal Taktiken. Kann ich hier was machen? Forschungszeit, Partisan, Faschismus, das wäre glaube ich ganz schlecht. Fabrikenleistung. Ja, doch. Nee, warte. Dann das hier. Fabriken für Konsumgüter minus 5. Fabriken für rekrutierbare Bevölkerung. Fabrikenleistung plus 2. Mache ich das erstmal. Brauche ich weniger Güter. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Wir haben die Luftfahrtinnovation abgeschlossen. Da machen wir jetzt erstmal ganz schnell den neuen Start sichern. Nicht, dass hier noch irgendwie eine Revolution wiederkommt. So, antifaschistische Razzien, antikommunistische Razzien machen wir auch nochmal dann schnell wieder. Ja. Wie sieht's in der Produktion dann aus? Ja. Pack kann ich zwar auch schon mal mit reinnehmen, würde ich aber nicht produzieren können. Obwohl doch, ich kann Pack produzieren. Ja, hier, das ist alles Schrott hier noch. Dann werde ich danach auch wieder einen Haufen Militärfabriken bauen müssen. Es ist... Ja, natürlich, so ein Bürgerkrieg zieht natürlich auch schon ordentlich... Okay, 11. Olympischen Spiele. Okay, interessant, dass er trotz alledem Hakenkreuzflaggen hinten hing. Ah, Militärpolizei haben wir auch noch direkt erforscht. Dann machen wir mal den Flammenwerfer. Ich habe gerade mal hier die Wartungskompanie gerade noch mal einfügen hier. In die Panzerdivision. Dann persönlich auch noch ganz wichtig, dass die Panzer auch gewartet werden. Wir wollen ja auf jeden Fall auch kampftaugliche Tanks haben, ne? Und nicht irgend sowas, was dann so mitten auf dem Schlachtfeld einmal mal so der Motor absäuft. So, wieder ein U-Boot. Das gefällt mir. Das muss ich sagen, das gefällt mir. U-Boote, da kann man sich drauf verlassen. Die werden produziert. Hier noch was Neues. Ja, machen wir auch erstmal hier Infanterie, Mauser. Gehen wir hier doch mal Generalfeldmarschall oder sowas. Den können wir dann hier mal nehmen. Nehmen wir mal ihn hier. Der kriegt dann sowas. Und dann nehmen wir hier Gerd von Runstedt. Eine leichte Panzerdivision, die kriegen wir, kriegt erstmal Rommel. Weil der hat ja so ein Panzerabzeichen, deswegen kriegt der erstmal Panzer. Also der hat ja hier Panzeroffizier. Genau, Errungenschaftsfaktor Panzerkommandant 100%. Ja, komm. Wir stecken mal wieder ein bisschen was in den Handel rein. Ganz klein bisschen stecken wir wieder was in den Handel. Na, läuft wieder ein bisschen langsamer dafür, aber wir können wenigstens ein bisschen schneller bauen schon mal. Und darauf kommt es ja an. So. Gesamtlautstärke schon mal ein bisschen runter hier. Ah. Können wir hier noch wieder was setzen? Setzen wir jetzt erstmal hier was wie. Was ist das hier? Nee. Ja komm, dann setzen wir jetzt erstmal hier mobile Panzer, komm.
Machen wir mal mobile Panzer. So, das läuft. Rekrutierung geht. Ja, schwere Panzer haben wir Bedarf nach. Antidemokratische Razzia machen wir weiterhin. Wir möchten ja die größte und stärkste Partei im Land sein. Gut, dann rechnen wir gerade mal aus. Also, wir brauchen 6, 4, also wir brauchen danach nochmal 10 Zerstörer. Dann brauchen wir hier 1, machen wir mal hier. Dann machen wir nochmal 5 leichte Kreuzer. Und einen schweren Kreuzer brauchen wir ja nochmal. Ja. Dann hätten wir eigentlich schon wieder so ungefähr dann unsere Marine, die wir davor hatten, wieder so halbwegs aufgebaut. Ja, wir bauen jetzt auch wieder gut Zivilfabriken auf. Würde ich sagen, setze ich die hier nochmal davor wieder. Ja. Ja, gut, der Schiffsbau leidet natürlich jetzt auch aktuell am meisten darunter, da am weitesten unten ist jetzt hier am Ganzen. Können jetzt hier auch natürlich nochmal hier ausbilden lassen, die schwächeren Truppen. Naja, hier Luftwaffe am Hintern erstmal. Wie sieht die Welt uns denn so an? Okay. Frankreich mag mich noch weniger als Nazi-Deutschland. England mag mich noch weniger. Italien mag mich nicht. Schweiz mag mich nicht. Österreich mag mich. Die mögen mich nicht. Ungarn mag mich. Polen. Okay, der Osten mag mich scheinbar sehr gerne. Okay, finde ich gut, dass die mich alle hier so mögen. Okay. Gut, dann haben wir einen neuen Start schon mal so gesichert. Dann machen wir jetzt nochmal die Armee-Innovation. Dann machen wir jetzt hier, ich werde dann wahrscheinlich es so machen, ich werde jetzt, da wir die riesige Flotte wieder aufbauen, werde ich Atlantikflotte machen. Für mehr, ja, es gibt das Forschungszeit, was bringt mir das? Forschungszeit, Marine, Flugzeugträger, Panzerung, Großkampfschiff, Panzerung, Feuerkraft. Das bringt mir dann bei den hier mehr. Und was würde mir das im Militärstab bringen? Obwohl, dann setze ich hier Überfallflotte und da unten mache ich dann Entscheidungsschlachten. Ich glaube, das bringt mir dann in der Hinsicht, wie ich es gebrauchen würde, ein wenig mehr. Genau, dann wechseln wir das jetzt ab. Jetzt kriegt der den Rutsch, jetzt kriegt der die Front den Rutsch. Machen wir erstmal ganz kurz hier das... Machen wir mal die Erdölverarbeitung ganz kurz. Können wir ein bisschen mehr Erdöl aus unseren Raffinerien rausziehen. Haben wir hier aggressiv gegen Faschismus vorgehen. Cool. Konvois abfangen. Konvoi abfangen. Machen wir mal Trägoperation. Mechanische Rechenschreibmaschine. Okay, dann machen wir jetzt nochmal die Funkortung. Würde ich jetzt mal so ganz dreist einfach sagen, dass wir das machen. Ja. So, dann machen wir jetzt hier jeweilig wieder eine zivile Fabrik mehr in den Handel rein. So. Ist doch eigentlich ganz nett bis jetzt, muss ich sagen. Finde ich es so. Okay. Ja gut, wir haben immer noch eine Militärregierung, aber... Ja. So, verbieten wir mal faschistische Parteien. Die wollen wir nicht mehr im Land haben. 40,5. Okay. Ja. Das sieht nicht so gut aus. Der demokratische Teil steigt auch. So, machen wir mal mobile Infanterie. Das bringt mir ein bisschen mehr Moral. Ah, mein erster Schlachtkreuzer ist fertig. Das natürlich auch noch wahrscheinlich hier ein bisschen weiter. Oder? Nee.
So, Sturzkampf. Machen wir hier nochmal direkte Bodenunterstützung. Ja, zivile Fabriken werden ja produziert jetzt wie nichts anderes. Ist auch gut so, dann können wir das hier auch gleich alles reparieren hier. So, wir können hier noch was setzen, dann machen wir am besten hier mal leichte Flugzeuge. Dadurch kriegen wir ein paar Vorteile bei unseren Jägern. Dann machen wir hier schwere Jagdflugzeuge, taktische Bomben. Erstmal machen wir Messerschmidt, können wir später vielleicht nochmal gucken, ob wir umsteigen oder nicht. Okay. Effizienz, Luftüberlegenheit, Chance auf Fliegerass. Nein, machen wir lieber Luftüberlegenheit, das ist mir persönlich auch ein bisschen wichtiger, glaube ich. Nein, das ist mir wichtiger. Ja, haben wir direkt schon den Formationskampf erforscht. Jagen und zerstören, machen wir direkt weiter. Aber, womit wir nicht weitermachen, ist die Folge leider. Läuft jetzt auch schon wieder gleich 27 Minuten gleich schon. Und 30 Minuten sollen sie grob knapp werden nur, also maximal. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben, oder was haben wir in der Folge gemacht? Wir haben den deutschen Bürgerkrieg, also die Faschisten, niedergeschlagen, inhaftiert jetzt in unsere lebenslänglichen Asservatenkammer. Area 51 sind die jetzt in Kisten isoliert drinne. Liegt das nicht irgendwo hier? Ach nee, das liegt, Area 51 liegt hier in Deutschland. Gut, ja, bis dann, tschüss.